Tee als Booster fürs Immunsystem, gegen Verdauungsbeschwerden und bei Kopfschmerzen? Das erfährst du, wenn du dranbleibst. Das ist wohl die leckerste und simpleste Kombination, wenn es um einen Booster fürs Immunsystem geht. Und zwar Ingwer mit heißem Wasser. Die Zubereitung von Ingwer ist super einfach. Ihr schneidet einfach von der Knolle die benötigte Menge an Ingwer ab. Im Anschluss schält ihr den Ingwer natürlich noch. Den Ingwer schneidet ihr dann einfach in kleine Scheiben. Und tut das Ganze im Anschluss in eure Tasse. Für den richtigen Vitamin C Boost und für euer Immunsystem könnt ihr dann noch ein bisschen Zitrone hinzufügen. Dafür einfach nur die Zitrone ausquetschen. Squeeze it. Squeeze it. Durch die Zitrone ist das alles natürlich jetzt relativ sauer. Deswegen gebe ich noch mal gerne ein bisschen Honig hinzu. Es ist ganz wichtig, dass ihr nicht kochendes Wasser nehmt, sondern das muss ein bisschen kühler sein, damit die Vitamine in dem Ganzen jetzt nicht kaputt gehen. Also das Vitamin C auch vor allem. Einmal umrühren das Ganze, damit sich der Honig auch komplett verteilt, und dann genießen. Ingwer enthält Gingerol, was auch für die Schärfe der Wurzel verantwortlich ist. Außerdem wirkt Gingerol entzündungshemmend, wirkt bei Verdauungsbeschwerden und auch bei Kopfschmerzen. Studien zufolge soll Ingwer sogar toxisch gegenüber Krebszellen wirken. Ein weiterer Favorite, Kamillentee. Die einen hassen's, die anderen lieben's. Aber Kamillentee ist wirklich super im Winter. Es ist entzündungshemmend und wirkt auch lindernd gegen Magenbeschwerden, gegen Übelkeit und Durchfälle. Außerdem wirkt es antibakteriell. Das heißt, wenn man es zum Beispiel gurgelt, wirkt es gegen Halsschmerzen oder auch gegen Zahnfleischentzündung. Die alten Ägypter sahen damals schon die Blüte der Kamille als Symbol für ihren Sonnengott. Man sollte den Genuss von Kamillentee aber nicht übertreiben, weil man auch gegen den Kamillentee eine Unverträglichkeit entwickeln kann. Von daher in Maßen genießen, hilft gegen Magenschmerzen, Übelkeit, Durchfälle und auch mal zum Gurgeln ganz gut. Der nächste Tee ist ein Wachmacher, Fettburner und eigentlich Allround-Talent, und zwar der grüne Tee. Er ist in der letzten Zeit vermehrt in den Trend gekommen, sei es der Sencha-Tee oder der Matcha-Tee. Er fördert die Fettverbrennung, ist daher zum Abnehmen besonders geeignet und enthält auch noch Koffein, also vielleicht eine gute Alternative zum morgendlichen Kaffee. Studien haben gezeigt, dass grüner Tee auch bei Diabetes eine positive Wirkung hat, und zwar auf den Blutzuckerspiegel und auch das Herz stärkt. In der Forschung untersucht man zurzeit, ob grüner Tee das Risiko, an Krebserkrankungen oder Demenz zu erkranken, reduzieren kann. Zum Schluss noch ein echter Klassiker, und zwar die heiße Schokolade. Wer liebt sie nicht, an einem kalten Abend eingekuschelt in einer Decke einfach eine heiße Schokolade schlürfen? Die dunkle Schokolade enthält nämlich Antioxidantien, die uns vor freien Radikalen schützt. Zartbitterschokolade mit einem Kakaoanteil von 70% soll sich außerdem gut auf unsere Blutgefäße auswirken und für einen guten Cholesterinhaushalt sorgen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns unbedingt einen Daumen hoch da und abonniert unbedingt unseren Kanal. Ich bin Sarah von Sarah Screen und freue mich auf das nächste Video mit euch.